Spiel macht mich noch krank. Aber trotzdem ist es irgendwie doch auch lustig. Ich frage mich, warum diese Typen nicht tot sind, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich vorher gestorben bin. So, jetzt, da ich ja alle Koffer finden will, habe ich mich vorher ja ein bisschen informiert. Leider habe ich mich nur ein bisschen informiert und nicht ganz richtig informiert. Deswegen weiß ich auch nicht, wo dieser Dreckskoffer ist, der sich jetzt irgendwo hier befinden muss. Aua, 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 aua. Bitte, liebe Faith. Ah, da ist er. Da ist er. Da ist der Koffer. Bitte, lieber Gott. Bitte, bitte, danke. Oh, ich habe es geschafft. Ich glaube es kaum. Ich habe den Koffer gefunden. Diesen schwer versteckten Koffer, den ich unbedingt finden wollte. Oh, das war wieder knapp. Und jetzt scheint es hier runter zu gehen. Da rutschen. Ja. Oh, da kommen die Cops. Jetzt müssen wir. Ah, ja. Oh, wow, 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 wow. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das ist bitter. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich komme nicht um die Ecke rum. Das gibt es doch nicht. Sie sind tränenlos, Ausdaffe. LOL! Das gibt's nicht! Ich kann kotzen! Sie sind tränenlos, Ausdaffe. Jetzt halte ich mich ganz ruhig, damit ich. Oh, 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 ich bin noch nicht drüben. Damit ich da jetzt rüberkomme. Wollte mich jetzt eigentlich verarschen, jetzt bin ich zu weit gegangen. Scheiße! Oh, wow, 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 Leute, hab euch auch lieb. Kommt bitte, lasst mir doch noch ein bisschen Zeit. Ah, jetzt hier, 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 hier. Ah, ein roter Knopf, das scheint gut zu sein. Oh, und da hab ich's geschafft. Das ist ja eine ganz große Leistung hier. Ja, ja, das war viel Glück und nicht viel Können. Schon wieder ein Leck. Mal gucken, wo geht es hier lang. Vielleicht kann ich so... Naja, das war jetzt Schwachsinn, aber was soll's. Ja, da muss es doch hier irgendwie eine Möglichkeit geben. Au, ja. Hier hochzukommen. So, wir befinden uns jetzt hier oben, überhalb dieses des Raums dort unten. Ja, ist ja logisch. Überhalb ist über drunter. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier runter. Sieht echt ein bisschen angsteinflößend aus, aber ich denke, ich rutsche da einfach mal runter, weil da unten ist auch so ein komischer rot leuchtendes Teil. Wow, stopp! Ja, doch. Puh, das war knapp. Muss ich hier irgendwie rüberkommen. Vielleicht laufe ich an der Wand. Das geht vielleicht nicht schlecht. Ja, geschafft. Jetzt kommen wir zum Red Button. Not-Tor-Entriegelung. Jetzt können wir hier vielleicht auch wieder an der Wand laufen. Oh, oh, wow. Das war knapp. Ja, ja, ey, was? Tür, ich klemm. So. Hier müssen wir anscheinend jetzt wieder was Rotes. Rüber und das war knapp. Jetzt müssen wir uns hier wieder an den Rohren hochkämpfen. Ganz ehrlich, ich hasse die Rohre, ja, weil diese manchmal auch einfach auch verbuggt sind und man einfach nicht weiterkommt irgendwie. So. Auf den Aufzug. Da oben. Ja. Und noch eins. Das nächste Rohr. Und da ist eine Leiter. Und ein Ventil. Wetten, das ist für die Wassermassen, die darunter stürzen. Jetzt hört es auf. Ja, tatsächlich. Da habe ich recht gehabt.
kann ich mir drauf einen Keks einbilden. Und wieder auf den nächsten Aufzug. Von dem ich jetzt anscheinend hier hochspringen muss und wieder zum Rohr springen muss. Man muss ganz ehrlich sagen, Faith lebt echt gefährlich. Ich hätte dazu irgendwie nicht den Mut, hier über so eine Riesen-Dings-Raketenstart-Rampe zu klettern und dann da bestimmt 20 bis 50 Meter in die Tiefe zu blicken. Ja, da ist wieder... Oh, da ist ein roter Knopf. Kran-Fernsteuerung. Remote Crane Operator. Das hört sich gut an. Oh, jetzt kommt dieses Ding hier in Bewegung, vermute ich. Irgendwie nicht. Aber irgendwie gibt es auch ein Geräusch. Oh, hier. Da scheint noch... Oh ja, da... Wow! Hier rüber. Wow, das war knapp. So, jetzt müssen wir schauen. Hier komme ich jetzt wahrscheinlich nicht beim Aufwand. Oh, wow, da sind Cops. Scheiße. Jetzt aber weg hier. Ja, hier ist ein Schnitt. Und zwar, ich muss dieses Level zweimal spielen, da ich einmal zu leise aufgenommen habe. Das hört ihr auch. Hier ist der Ton komplett leise. Beim zweiten Mal ist der Koffer ja leider nicht mehr da und deswegen habe ich kurz die Kofferszene einfach reingeschnitten. Und jetzt sind wir wieder zurück. Kommt mit lauter Stimme. Jetzt ganz sauber aus. Waffe aufheben mit links, Maustaste links, das wissen viele nicht. Habe ich auch erst ganz spät herausgefunden. Also wenn ihr die Waffe loslasst oder den erschlägt, könnt ihr trotzdem die Waffe noch aufheben, wenn ihr die linke Maustaste drückt. Ebenso könnt ihr sie auch wieder fallen lassen. Wow. Kommt her, meine Freunde. Wusch. Und jetzt ist die Waffe alle. Nein! Dann nehmen wir Faith. Harten Schlag. Jetzt haben wir die Cops allesamt ausgeschaltet. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt drücken wir mal Alt muss man drücken. Hier hin. Alt, wenn Alt. Ah, da ist eine rote Tür. Wenn man Alt drückt, dann wird einem angezeigt, wo man hin muss. Aber so komme ich jetzt wahrscheinlich nicht rüber. Nein. Da waren noch. Hier sind LKWs. Vielleicht schaffen wir es so. Und Weitsprung. Und nicht geschafft. Zum zweiten. Weitsprung. Und diesmal habe ich es geschafft. Fetten Door Opener. Ein Türsprung. Yippie. Aufzug fahren. Unterhaltung pur. Dazu, Jack Knife weiß vielleicht was über den Mord an Pope, also lass dich nicht von ihm verarschen, okay? Ja, er war ein ziemlich guter Runner. Keine Ahnung, für wen er jetzt arbeitet. So, da kommt Werbung. Securing your world. Ja, sie sichern unsere Welt. The Eden Estate, the paradise in safe hands. Ja, das hört sich irgendwie an, als wenn es so ein Immobilienbüro wäre oder sonstiges. Och, Aufzug kommen. Ah ja, wenn man es ihm sagt, dann passt, macht er auch was. Wie es aussieht, muss ich sogar noch einen dritten Part zum Level Jackknife machen, zum zweiten Kapitel. Da YouTube ja leider nur 10 Minuten oder 10 Minuten 30 zulässt. Also kommt noch der dritte Part jetzt zu Jackknife. Und der wird etwas kürzer sein. Vielleicht hänge ich da noch irgendwas dran, ein paar Outtakes oder sonstiges. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.